Hallo Leute, willkommen zu Birgis Welt, Grüne Woche, Folge 124. Ja, eine Frage vorab. Gefällt euch das Birgi lieber, wie ihr ihn kennt, mit Bart oder mit ohne Bart? Schreibt's mal in die Kommentare. Jetzt geht's weiter. In der Schale einer unbehandelten Zitrone steckt fast dreimal so viel Vitamin C, nämlich 130 Milligramm, wie in dem gesamten Fruchtfleisch der Zitrone. Sind nur rund 50 Milligramm. Also dann lieber die unbehandelte Schale in Tee tunken bei Erkältung, ne? Die Stadt Hannover hat das drittgrößte Abwasserkanalnetz in Deutschland nach Hamburg und Berlin. Obwohl Hannover eigentlich gar nicht so groß ist. Die Selbstentladung von Ersatzbatterien im Haushalt. Ne? Man hat ja immer mal irgendwo so ein Päckchen mit Batterien an der Seite, damit man mal ne, im Notfall Energie hat. Aber auch wenn Batterien nur so rumliegen oder dumm rumstehen, in der Schrankwand oder so, passiert da drin ein chemischer Prozess und sie verlieren Ladung. Diese Selbstentladung kann man aufhalten, indem man Batterien im Kühlschrank bei plus 6 Grad lagert. Ja, das verhindert die chemische Reaktion. Ne? Also Batterien, Kühlschrank, fertig. Ein kleines Dorf im Kongo ist der Ort, an dem es weltweit die meisten Gewitter und Blitze zu sehen und zu erleben gibt. In Kifuka sind es rund 158 Blitze pro Quadratkilometer, die im Jahr runtergehen und das an mehr als 220 Tagen. 158 Blitze! Eieiei. Heftige Ecke. Da kann man Batterien bestimmt auch aufladen. Wuff. Wobei, was ich mich schon immer gefragt habe, ist, wenn, ihr kennt ja auch ne, die Maisfelder, ne? Ne? Wenn überall dann der Mais da am Straßenrand steht. Wenn in ein Maisfeld ein Blitz reinschlägt, warum gibt es dann kein Popcorn? Da bin ich immer noch am Rätseln. Wenn ihr die Antwort wisst, schreibt's bitte in die Kommentare. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wurde Berlin auch wieder Hauptstadt anstelle von Bonn. Allerdings gibt es noch nach über 25 Jahren eine doppelte Staatsführung nach dem sogenannten Berlin-Bonn-Abkommen. Das heißt, alle Ministerien haben noch eine Zweigniederlassung in Bonn. Ne? Also Hauptsitz Berlin, Zweigniederlassung Bonn. Und 6 Ministerien haben sogar ihren Hauptsitz noch in Bonn, statt in Berlin in der Hauptstadt. Ja, und in Berlin dafür nur eine Niederlassung. Diese doppelte Staatsführung kostet rund 15 Millionen Euro pro Jahr. Nicht eingerechnet sind die 22.000 Flüge jährlich zwischen den Städten hin und her mit den Mitarbeitern. Ne? Das ist... Ja... Der Landtollring und der Snellenhaken,
ich lispel nicht, er ist wirklich schnellen Haken, sind Hilfsmittel beim Augentest. Ne, wodurch man besser erkennen kann, welches Auge wie funktioniert und was da denn nötig ist. Ja, Snellenhaken. Landoldring. Sehr große Entfernungen für Menschen sind kaum fassbar für einen Einzelnen, ne? So wurden dann also aus 9.460.772.580,8 Billionen Kilometern dann einfach ein Lichtjahr draus definiert. Ne, also ein Lichtjahr ist rund 9,5 Billionen Kilometer lang. Das ist ganz schön weit. Geheimdienste kommen ja manchmal auf die kuriosesten Ideen. In den 1950er und 60er Jahren kommunizierten zum Beispiel CIA-Agenten wortlos miteinander über die Art, wie sie ihre Schnürsenkel gebunden hatten. Ja, es gab zum Beispiel eine bestimmte Schnürung für Folge mir. Oder anders geknotet, ich habe Informationen für dich. Oder dringendes Treffen an einem neutralen Ort. Oder Achtung, ich werde beobachtet. Das konnte man alles aus den Schnürsenkeln lesen. Darum haben sich die Leute auch immer erst so von unten nach oben gemustert. Na, haben sie erst mal gelesen, was auf den Schuhen stand. Geheimdienste sind schon manchmal sehr kurios. Es gibt eine Maßeinheit Mickey. Und wie ihr so schön seht, misst Mickey die Bewegungsgeschwindigkeit des Mauszeigers in der Diagonalen des Anzeigefeldes. Ja, also die Geschwindigkeit des Mauszeigers in der Diagonalen des Anzeigefeldes. Ein Mickey entspricht ein 200stel dpi. Das habt ihr nun davon. So, Mickey Maus und du bist jetzt auch wieder weg. Das höchste Denkmal Deutschlands ist mit 91 Metern das Völkerschlachtdenkmal bei Leipzig, in Leipzig. Ja, da wo halb Europa Napoleon mal so richtig die Hucke vollgehauen hat. Ja. 91 Meter. Der weltweite Goldpreis ist von Dezember bis März am höchsten. Das ist jedes Jahr so, weil dann in Indien Hochzeitssaison ist und dort traditionell viel Gold geschenkt wird. Also sprich auch vorher gekauft wird. Ne? Die Goldhändler in Indien legen sich so im September, Oktober schon mal Vorräte zurecht. Im November fängt da leicht an zu steigen, der Goldpreis, und ist dann von Dezember bis März am höchsten. Ne? Und dort verticken die Händler das dann. Sind pfiffig, die indischen Goldhändler, ne? Wenn wir stark frieren, klappern wir auch manchmal mit den Zehen.
Das kommt daher, weil sich die Kaumuskulatur reflexartig zusammenzieht und wieder entspannt, um das Gesicht aufzuwärmen. Ja. Ne? Arbeit erzeugt Wärme, ist einem im Gesicht wieder warm. Apropos Gesicht, vergisst nicht reinzuschreiben, ob euch das Bögi lieber ohne oder lieber mit Bart besser gefällt. Ja. Der ZDF-Moderator Rudi Zerne wurde 1978 auf dem Düsseldorfer Flughafen verhaftet, weil man ihn fälschlicherweise für den RAF-Terroristen Christian Klar hielt. Ja, tja, kann passieren, ne? Die Worte Assassination, also Englisch für Meuchelmord, und Bump für Stoßen, Anstoßen, wurden von William Shakespeare erfunden. Vorher gab es in der englischen Sprache, im Sprachgebrauch diese Worte nicht. Meuchelmord und Anstoßen. Ja. Lady Bump, Lady Bump, du, 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 du. Ja. Wo wir gerade bei Anstoßen waren, kommen wir mal wieder zu einem ganz komischen amerikanischen Gesetz. In einigen Staaten der USA ist Oralverkehr gesetzlich verboten. Im Staat Michigan steht darauf sogar eine lebenslange Haft. Ja. Sie hatten doch Oralverkehr. Nein, nein, nein. Ich hab ihr nur die Haare gekämmt. Ja, ne? Ja. Es ist ganz gut, dass es kein Geruchsfernsehen und Geruchsfilm gibt. Sonst würde ich euch ja mal Sürströmming vorführen. Das ist aber auch. Die Mitnahme von Sürströmming, das ist eine sehr stark riechender, vergorener Hering, welcher in Schweden als Delikatesse gilt. Auf jeden Fall ist es auf Flügen von Air France und British Airways verboten, den mitzunehmen, wegen möglicher Explosionsgefahr. Ne? Weil er gärt ja noch weiter in seiner Konserve und die kann auch manchmal dann so buff auseinanderfliegen. Und dann hast du diese Stinke-Rotze-Brühe da über. Er soll wohl sehr zart sein. Ist ja klar, der ist ja schon halb vermodert. Aber halt auch sehr stark riechen. Die größte Katzenart, die es gibt, ist ein Liger. Das sind Hybride, aus der Kreuzung von männlichen Löwen und weiblichen Tigern. Sie werden bis zu 3,5 Meter lang und über 350 Kilo schwer. Das sind schon ganz schöne Brocken, diese Liger. Schauspieler aus Scrubs, die Anfänger, diese Krankenhausserie, Zach Braff und Donald Faison, die den JD und den Turk gespielt haben, lebten während des Drehs in der ersten Staffel auch privat in einer gemeinsamen Wohnung. Da konnten sie dann 24 Stunden auf den Sack gehen. JD und Turk hatten privat eine gemeinsame Wohnung, also. Ja. Wenn man auf der Startseite von der Suchmaschine Google Do a Barrel Roll eingibt, dreht sich die Seite einmal um sich selbst. Tja.
Manchmal machen die sowas. Ist, glaube ich, dann gleich das erste Suchergebnis. Do a barrel roll, enter und dann, ja. Letzter Fakt für heute. Tja, bereits 35% des Datenverkehrs im Internet ist pornografischen Ursprungs. Tja, so eine Sauerei aber auch. Lasst es euch gut gehen, macht es hübsch, bis zum nächsten Mal. Ciao.